Hallo zusammen, ich bin der Peter Gerber. Seit 40 Jahren arbeite ich in einer selbstverwalteten Kooperative von Longomai. Also ich bin Martina und ich lebe seit 1974 in der Kooperative von Longomai. Ja, hallo, ich heiße Anne und ich komme vom Hof Uhlenkrug in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist eine Longomai-Kooperative in Deutschland. Jetzt sind wir hier in einer Ausstellung in Zürich, in der Roten Fabrik, wo wir unsere Geschichte von 40 Jahren probieren zusammenzufassen, die entstanden ist damals 1973 in einer Revolte zur bestehenden Gesellschaft. Longomai ist entstanden ganz am Anfang der 70er Jahre. Die erste Kooperative wurde gegründet 1973 in Südfrankreich. Und zwar sind das zwei Gruppen, die sich zusammengeschlossen haben. Einerseits war das Spartacus. Das war vor allem eine Studentenbewegung in Österreich, die sich damals gegen die Erziehungspolitik vor allem aufgelehnt hat in Österreich. Und die sich nachher mit den Gruppen in der Schweiz zusammengeschlossen hat, die hat Hydra geheissen. Das waren vor allem Lehrlinge. Und die haben sich damals auch für die Ausbildungsbedingungen von Lehrlingen in der Gesellschaft eingesetzt. Nach ein paar Jahren politischer Aktionen haben sich die Gruppen nachher überlegt, ja, wie geht es weiter, was kann man eigentlich an positiven Ansätzen noch in die Gesellschaft hineinbringen. Und haben gedacht, es wäre eigentlich interessant, man würde Lebensgemeinschaften gründen, die aber auch eine wirtschaftliche Komponente haben. Das heisst, wo man sich selber die Ernährung herstellen kann und so zu einer auch politischen Unabhängigkeit kommen. Und auf das haben sie dann eine Siedlung aufgemacht in Südfrankreich. Von Anfang an haben die Höfe in Longomai Gärten angelegt und eigenes Obst und Gemüse angebaut. Und da war es von Anfang an auch wichtig, eigenes Saatgut herzustellen, um unabhängig zu sein und nicht jedes Jahr neu Saatgut kaufen zu müssen. Mittlerweile kommen ganz viele junge, aber auch nicht mehr so junge Leute zu Besuch oder auch für länger auf die Höfe und wollen gerne lernen im Garten, wie man was anbauen kann, aber auch zum Beispiel, wie man selber Saatgut machen kann, wie man das erhalten kann und vielleicht auch ein bisschen züchten. So, und darüber reden wir viel oder verbreiten auch dieses Wissen darüber und laden auch ein zu Saatguttauschbörsen, wie wir das jetzt auch im Rahmen dieser Ausstellung hier am Samstag machen werden und eben über die zentrale Bedeutung von Saatgut oder bäuerlichem Saatgut in eigenen Händen erzählen werden und das zeigen werden. Im Hintergrund sehen wir da Bildschirm, 5 Bildschirme. Und da steht auch drüber, Longomai, das sind wir. Da kann man auch Leute, die an die Ausstellung kommen, können über 60 Porträts hören, wo Leute immer mit einem Gegenstand, den sie selber gewählt haben, wo für sie etwas symbolisiert, erklären, wieso sie in Longomai sich engagiert haben und was der Gegenstand damit zu tun hat. Ganz spannende und äußerst verschiedene Formen von Ausdruck und von Inhalt, die man hier findet. Schwerpunkt von unserer politischen Arbeit ist die Verteidigung von Ausländern in Europa, dass es für die Leute immer noch einen Platz gibt in unserer Gesellschaft, dass sie nicht einfach ausgeschlossen werden und dass immer noch auch politische Flüchtlinge zum Beispiel aufgenommen werden können. Und ein anderes wichtiges Engagement ist Sensibilisierungskampagne für Leute, die in der industriellen Landwirtschaft arbeiten, oft Schwarzarbeiter, die in grossen Gebieten im Süden von Europa oder aber auch im Osten von Europa unter erbärmlichen Bedingungen arbeiten. Von Anfang an hat die Schafhaltung bei Longomai eine wichtige Rolle gespielt. Alle Höfe von Longomai haben eine Schafherde und jedes Jahr wird dort dann die Wolle geschoren und nach Frankreich in die Spinnerei geschickt, die auch zu Longomai gehört, wo dann viele von uns hinfahren zum Arbeiten, um die Wolle zu verarbeiten, zum Kaden, zum Spinnen und dann daraus Pullover, Socken, Westen und solche Sachen zu machen, die wir selber tragen, aber auch verkaufen. Wie bei den anderen Produkten ist es uns halt auch wichtig, dass wir quasi von Anfang an, vom Schaf bis eben zum Endprodukt, der Pullover oder den Socken,
diese Produktionskette selber in der Hand haben und da möglichst viel Freiheit und Gestaltungsmöglichkeiten, Unabhängigkeit haben. Wir haben uns nie verstanden als Paradies oder als abkapselte Insel, wo wir sozusagen unser Glück leben und alles andere ist uns egal. Das war nie die Idee von Longomai, sondern immer spannende, dynamische, manchmal auch widersprüchliche Zusammenleben, Zusammenarbeit, Auseinandersetzung mit dem, was in unserer Umgebung, aber auch in der Welt, was läuft. Also was uns in Longomai sehr positiv stimmt, ist, dass bei uns auf den Höfen sehr viele junge Leute vorbeikommen. Wir spüren, dass es immer mehr und mehr Leute gibt, die die Gesellschaft, so wie sie heute funktioniert, immer mehr in Frage stellen und die eigentlich versuchen, irgendwie einen neuen Weg zu finden, wie kann man anders zusammenleben, wo es nicht nur darum geht, mehr Profit zu haben, mehr Lohn zu haben, sondern wie kann man zusammen sich so organisieren und solidarische Netzwerke bilden. Und in dem Sinn machen wir eigentlich sehr viel Empfang bei uns auf den Höfen. Wir versuchen nicht als Longomai enorm zu wachsen, sondern wir versuchen eigentlich uns viel mehr mit anderen Leuten zu vernetzen, die auch in anderen Aktivitäten tätig sind. Und so können gemeinsam eine Art wie eine Gegenbewegung bilden, die aber auch positiv bleiben will und in dieser Gesellschaft neue Input geben können. Das ist das, was uns positiv stimmt. Und wir sehen auch anhand dieser Ausstellung, dass viele Leute vorbeikommen und Fragen haben und sich auch selber überlegen, wie kann es für sie anders weitergehen.